Ein Leben für die Kunst. Der Maler und Puppenspieler Heinrich Schulze feierte im Januar 2015 seinen 70. Geburtstag. Im Studio ließ er seine Erinnerungen noch einmal lebendig werden. Heinrich Schulze, das Porträt, Teil 2, jetzt bei Television Zwickau. Ein Job in Berlin, damit ging ein großer Traum des Künstlers in Erfüllung. Nur mit dem Puppentheater sah es in der Hauptstadt für ihn zunächst schlecht aus. Es gab allerdings Interesse und ich war mal am Puppentheater in Berlin, hatte mich mal vorgestellt. Also doch. Ja, das schon, aber nur mal so sondiert, ob man da vielleicht reinkommen könnte, aber keine Chance. Also das war dann auch recht schnell beendet, das Kapitel beendet. Das Kapitel war für mich beendet. Da ist, wer in der Hauptstadt also an so einen Posten hat, der bleibt da, bis er die Mücke macht, so ungefähr. Ne? Ja. Ich bin ja dann zum Puppentheater gekommen. Also doch noch. Ja. Und zwar war das, eines Tages rief meine Frau mich im Sender an und sagt, da ist ein Telegramm gekommen aus vom Puppentheater. Und dann, was soll ich machen? Aufrufen, habe ich gesagt, aufreißen. Ja. Und da stand sehr geehrter Herr Schulze, wir würden gerne mal mit Ihnen sprechen. Und da hat sich herausgestellt, dass der den Ausstatterposten hatte. Ja. Der ging wieder zurück in die Heimat zu seiner Familie. Ah. Und da wurde der Posten frei. Und dann haben sie mich geholt und dann habe ich angefangen am Puppentheater in Berlin und habe sozusagen das Atelier geleitet. Ja. Wie lange waren Sie dabei? Sieben Jahre. Immerhin. Da habe ich also, was weiß ich, 28 oder 30 Inszenierungen. Und wenn man da vielleicht 10 Puppen rechnet pro Inszenierung, kann man sich ausrechnen, wie viele Puppen man gebaut hat. Und man sieht ja hier an den Fotos die verschiedensten Figuren, die wir dort also gebaut haben. Damals war es auch noch Mode, mit viel Technik zu arbeiten. Sieht man hier an diesem einen Bild und Schattenspiel und also alles Mögliche. Es war sehr, sehr interessant und auch international. Man hatte also, wie dieses Schattentheater ist von einem Inder gemacht, der kam dann dieses letzte Bild von dem freundlichen Drachen, die Puppen sind jetzt im Märkischen Museum in Berlin. Aha. Ja, da war ich also 7 Jahre und dort habe ich auch mal, und da ist dann hier dieser Eumel, sag ich mal, das war ziemlich am Anfang, das Beutelchen mit den 3 goldenen Groschen. Diese Puppe habe ich gebaut. Und die hat mir ungeheuer gefallen. Das heißt, dann habe ich sie also auch mal gemalt, so ein bisschen als Ölskizze. Aber sagen Sie, wie haben Sie es gelernt, die Puppen zu bauen? Sie sagten, Ihre erste Puppe war noch nicht nach den Regeln der Kunst gebaut. Nein. Aber irgendwann müssen Sie es ja gelernt haben. Also erstmal hatte man durch die Schule eine gute Grundlage für die Plastik. Ja, es war natürlich eine Riesenumstellung, denn ich hatte beim Fernsehfunk nur mit dem Pinsel zu tun. Ja. Und jetzt musste ich plötzlich basteln und alles. Mhm. Also es war schon extrem und ich habe viele auch schlaflose Nächte gehabt. Das glaube ich. Aber es hat mir Spaß gemacht. Den habe ich dann sogar mal selber gespielt zur Premiere, weil der Spieler krank war. Und dann habe ich da, dem wurde der Ofen geklaut, da habe ich die Seele aus dem Leib gespielt. Und dann hat er mir so gefallen, habe ich schließlich noch einen Holzschnitt davon gemacht. Ja. Und das ist dieser hier. Also muss man schon sagen, das war interessant, da war wieder alles beisammen. Spielen, bauen, malen, schnitzen. Man musste ja auch schnitzen, das habe ich dann noch gelernt. Ne? Hätte ich nie geglaubt, aber also das Puppentheater ist wohl mit das Interessanteste, was es überhaupt gibt, wenn man das betreibt mit allem, was dazu gehört. Ja, wirklich wahr. Es umfasst also wesentlich mehr Gebiete als zum Beispiel nur ein Schauspieler. Genau. Ich will das nur, wollen wir mal dahingestellt sein lassen, aber es ist also hochinteressant und man befasst sich ja mit allen möglichen Geschichten. Und das ist nochmal ganz interessant. Wir hatten eine Werbeveranstaltung für das Puppentheater Berlin und da war auf dem Strausberger Platz wurde das Bild habe ich dann entworfen, das war 5x6 Meter groß und hing da am Strausberger Platz ganz oben, am Haus des Kindes. Es war natürlich enorm in diesen doch grauen Häusern dann so ein farbiges Bild. Und ich habe während der Zeit in Berlin, habe ich dann natürlich auch mit meiner Frau zusammen, haben wir da vieles auch gemacht für Künstler, die Bauchredner oder sowas. Ja. Und das haben wir gemacht für den Rundfunk. Musik und Dankeschön.
Das war eine so große Puppe. Wir haben ja hier einige Fotos davon. Ja. Das ist ja aus der FF dabei. Und wir haben dann also viele solche Dinge aus Stoff oder aus Schaumgummi. Und dann haben also freischaffende Leute damit gearbeitet. Ja. Für die habe ich also gearbeitet. Oder wir gearbeitet, das war sehr oft Näharbeit. Und gerade hier, was diese Figur betrifft, da kann ich meiner Frau nur höchstes Lob, das war alles Schaumgummi, dann musste das benäht werden. Das war also auch viehische Arbeit. Sagen Sie, gibt es diese Puppen noch? Keine Ahnung. Keine Ahnung, also das weiß ich nicht, was aus dem allen geworden ist. Die Puppen in Berlin, das ist vielleicht interessant zu sagen. Das Puppentheater Berlin wurde 1991 oder sowas, also das Ensemble, von heute auf morgen geschlossen vom Senat. Ja. Da kamen meine Kollegen früh zur Arbeit, wollten spielen, da wurde ihnen gesagt, Nietzsche, Schluss, die Tür ist zu. Die mussten sich noch übers Dach klettern, um ihre Kleidung zu holen. Oh. Und die Puppen, die fielen, wir hatten einen riesen Fundus. Ich weiß es nicht, wo das Zeug hingekommen ist. Also das war ein ungeheurer Zack, Schluss, brauchen wir nicht. Und so ist Berlin als Großstadt im Osten eine Stadt, die kein Ensemble-Puppentheater hat. Das sind wir ja in Zwickau Großstadt dagegen. Ja, also das ist mir unbegreiflich. Es gibt zwar viele Puppentheater, private und so, aber dieses Ensemble-Theater, das gibt es dann nicht mehr. Auch heute nicht? Auch heute nicht. Und das Theater, das Puppentheater Berlin als solches ist als Schaubude ein Gastspielhaus. Wo dann die Spieler, die Puppenspieler kommen und da gibt es Festivals und so. Ist ja auch interessant. Aber dieses System wurde von heute auf morgen zerbrochen. Naja, ist ungefähr so wie mit meinem Wandbild da. Ja? Ja. Das brauchen wir nicht mehr. Zack, zugemacht. Ja. Ich habe ein Gedicht geschrieben, das heißt, zu Chruschtschows Zeiten war der Mais die Pflicht aus Saat um jeden Preis. Wir mussten uns nach den Siegern richten. Heute gibt es ähnliche Geschichten. Wow. Das habe ich 1990 geschrieben. Das muss nur heute nicht mehr stimmen, aber damals war mir das doch so vorgekommen. Ja, ich kenne so einige Zeilen von Ihnen, die Sie ab und zu mal auch im Internet veröffentlichen. Ja, das sind sehr tiefsinnige Sachen. Ja, da haben wir ja dann vielleicht noch mal was. Sie haben also die Wendezeit in Berlin erlebt? Nein. Nein, ich bin ja vorher schon, sind wir schon nach Zwickau gegangen. Oh, wann war das? 1982. Oh, 82. Ja, 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 ja. Und was haben Sie dann in Zwickau gemacht? Also in Zwickau, da war der Herr Stecker, ja, mein Chef, und so, und der hat das Theater geleitet. Ja. Mit der Grund, unter anderem, weshalb ich hierher gekommen bin, es gab viele ganz persönliche Gründe. Und irgendwann merkt man auch, ja, was so toll war, war vielleicht doch nicht so toll. Okay. Und das Zwickauer Puppentheater hatte einen sehr guten Ruf. Und der hat mich gleich vereinnahmt. Ich habe dort alles gemacht. Also ich habe Puppen gebaut, ich habe entworfen, ich habe gespielt. Alles, was man sich denken kann, und auch mal einen Dreck weggemacht, wenn es nötig war. Aber das war meine Welt, das war schön. Ich saß in der Werkstatt und habe geschnitzt und gemacht. Und da muss ich hier sagen, das war ist bis heute noch mein schönstes Kleidungsstück. Das ist diese Schürze und die habe ich immer umgehabt. Und als ich dann später mal Direktor wurde, dann hatte ich die trotzdem um. Und wenn ich dann zur Leiterberatung musste, dann habe ich die kurz abgebunden, bin wieder rüber. Und so ging das und das hat einen großen Vorteil. Wenn man schnitzt, kann man den ganzen Dreck hier reinmachen. Aha. Das ist so das alte Prinzip seit Jahrhunderten. Und ich muss sagen, wenn ich die Schürze umhab und ein bisschen Werkzeug in der Hand, dann ist das wunderschön. Ist also bitte, das, was will man mehr? Ne? Ja, ja, natürlich. Ja. Und jedenfalls habe ich also in Zwickau dann alles gemacht. Ja. Habe also, wie gesagt, Puppen gebaut und habe gespielt. Bin auch mit auf Abstecher gefahren, Bühnen verändert, wenn es nötig war. Alles, was dazu gehört, die ganze Bandbreite, was schließlich, da muss ich noch mal zurück, weil hier dieses Bild steht. Komischerweise, als ich dann in Zwickau war, da wollten sie mich vom Fernsehfunk haben. Aus Berlin also wieder? Aus Berlin, das Kinderfernsehen, die hatten ja dann eine Abteilung Kinderfernsehen, die leider dann auch nicht mehr existierte. Und da haben wir dann gemacht hier, da ist eins davon, die Nachtigall von Hans-Christian Andersen, ein Schattenspiel. Und da ich in Berlin von dem Inder das Schattenspiel gelernt hatte, den Bau der echten, da habe ich dann viele Puppen gebaut. Das ist ja der Kaiser, das ist der Entwurf. Hier kommen dann viele Gelenke rein und so. Das will ich jetzt nicht alles erklären. Ja, ich habe aber da viel gelernt und das später bei anderen Figuren auch wieder anwenden können. Da musste man also auch dann modellieren. Es kam dann dazu, dass ich
Direktor wurde, das war nun eigentlich überhaupt nicht mein Ding. Ich wollte das gar nicht so recht und habe da also gezögert. Und dann habe ich gesagt zu dem Herrn Brandt, ich mache es als Probe. Ja, also okay. Wenn ich es nicht schaffe, ich möchte in meine Werkstatt zurück. Ja, ja. Ja. Und dann habe ich also noch fast 20 Jahre Probezeit gehabt. Und das ist auch noch vom Fernsehen. Da gab es ein Weltraumabenteuer. Und wir haben hier einige Fotos mit drin. Das sieht man, hier ist die Technik, wie das funktioniert. Da habe ich also Wesen erfunden, waren dann eine Serie von fünfer Serie. Naja, hat man alles gemacht. Und dann wurde ich Direktor und später kam es dann mal dazu, dass ich mich ein bisschen um die Geschichte des in Zwickau kümmerte. Und dann habe ich das Blutgericht zu Zwickau geschrieben. Hier gibt es die Entwürfe, der Bürgermeister und sein Widersacher, der Peter Mergenthal, Franz Steusing. Das war immer, und da schließt sich der Kreis von dem Herrn Tetzner, der mir also vor allem das Porträt, den Menschen dargebracht hat und seine Psyche und alles. Ja. Der hat ja gesagt, ich will das Äußere nicht abbilden, sondern das Innere. Und das ist in den Puppen, selbst wenn man sich den Holzschnitt anschaut oder so, wieder eingeflossen. Praktisch ist das, was er mir mal beigebracht hat, irgendwie komprimiert hier drin, da bin ich überzeugt. Und ich habe also die Puppen auch mit. Hier. Aber man merkt schon ganz deutlich, all die Leute, die Sie auf Ihrem Lebensweg begleitet haben, haben Sie irgendwie beeinflusst. Sicher. Sei es das Schattentheater, sei es Tetzner. Sicher. Sie haben keine Chance ausgelassen, Wissen aufzusaugen. So ist es, ja. Ich habe jetzt hier noch die Puppen. Haben Sie die da? Hier, ja. Das macht nichts. Da lassen wir Heinrich Schulze einfach mal seine Puppen holen. Wenn Sie sehen könnten, wie es hier im Studio aussieht, das ist wirklich der reinste Mahlsaal. Das hat er auch selbst gesagt, weil es gibt so viel Material aus 70 Jahren Leben. Oh Gott. Sie hören es schon. Also es ist wirklich nicht einfach. Oh, das ist praktisch. Oh, hier ist die Kette des Bürgermeisters. Das ist die Amtskette, ne? Das ist die Amtskette. Oh Gott, ja. Das ist jetzt Mergenthal. Das ist Peter Mergenthal. Oh, das hat kein gutes Ende mit ihm genommen. Nein, nein. Und jetzt kommt was ganz Verrücktes. Ja. Also nach 600 Jahren, 600 Jahre nachdem die hingerichtet wurden in Meißen, gab es ein Kolloquium in Zwickau von Wissenschaftlern. Und da zu diesem Anlass haben wir das Stück gespielt. Und da gab es eine Ausstellung in den Priesterhäusern, da lagen die Gebeine, die echten Gebeine, dieser vier Ratsherren im Sand. Und wir haben oben das Theaterstück gespielt. Das waren jetzt auch nicht die echten, das waren nachgebildet. Nein, die echten Gebeine. Die sind aus Dresden gekommen, aus dem prähistorischen Museum oder was. Die existieren und wir haben oben das Stück gespielt. Dass man ein Stück schreibt, wo dann die Leute unten im Sand liegen, sowas gibt es eigentlich so gut wie gar nicht. Ja, das muss man sich jetzt auch erst mal vorstellen, dass dann Jahrhunderte später die Leute noch die Gebeine des Bürgermeisters sehen. Also, und hier, das ist dann der Steusing. Ne? Und man sieht also das ist ein Charakterkopf. Man sieht also, das hat mich immer interessiert. Ausgegangen ist das von dem Buch, was ich mit 20 Jahren oder wann bekommen habe. Das hat mich fasziniert. Und das ist natürlich, wenn man so eine Figur hat, dann findet man auch eine Stimme als Spieler. Oder so. Ist das ja. Das ist ja. Und das Schöne an den Puppen, sie sind nicht eitel. Ja. Der Schauspieler hat immer das Problem, er muss sich ja präsentieren, er muss immer irgendwie was machen. Oder? Mhm. Und die Puppe, die ist aus Pappe, die kommt dann wieder rein in den Koffer. Ne? Der einzige Mensch ist dann eben der die Puppe spielt. Aber das Moment. Ist eben auch wieder die Besonderheit im Puppentheater, der muss sich dann extrem zurücknehmen. So ist denn es. Der ist ja überhaupt nicht Bestandteil der Szene. Ja, es gibt es auch, natürlich machen wir das auch, aber letztlich, das ist ja der Intrigant, das ist der Herr Dietmar. Das sieht man. Das ist ja hier. Normalerweise hat man dann hier noch einen Handschuh an. Ja. Und dann kann der also. Ja, jetzt will ich jetzt nicht zu weit führen. Es gibt dann noch auch, wir haben ja mal, oder was mir natürlich ganz sehr gefallen hat, dass man solche Dinge also auch mit einziehen. Das ist also aus dem Blutgericht, wo dann hinten auf dem das Mädchen, das ist die hier, am Ersaufen ist und er soll sie retten. Ja. Und dann fährt aber vorbei und ruft: Gelänge es mir nicht.
Wie war das, dich zu retten, schlügen die Büttel mich in Ketten. Also wenn es ihm nicht gelingt, sie zu retten, dann wird er also ins Gefängnis gebracht. Ne? Also, das ist beeindruckend, wenn man das sieht, das ist alles von Hand gefertigt. Und das hier ist jetzt noch ganz kurz, weil das führt uns zu weit. wir haben ja hier dann noch Vater und Sohn, als der E.O. Plauen 100 Jahre alt wurde. Da hab ich dann ein Stück geschrieben, weil wie soll es sein, es musste was gemacht werden, einer muss es machen. Und das ist der Vater und man sieht hier mal, was da alles dazugehört, wie viele. Das habe ich eigentlich auch von dem Inder gelernt wiederum. Ja? Das sind ja 1000 Ebenen. Ja, das ist also ganz verrückt. Ich weiß nicht, ob man es in der Kamera sehen kann und dann mit Beweglichkeit und sowas alles. Also das habe ich auch gerne gemacht so. Und die Ideen, die entstehen in Ihrem Kopf? Ja, die entstehen durch die Arbeit. Da ist die Anforderung, was will man machen? Und dann, das ist nicht Kunst für die Kunst, sondern man muss sagen, das muss die Puppe erfüllen. Die muss also mit dem Schwanz wackeln können. Ja. Oder die muss auch hier, jetzt ist das hier ein bisschen, zum Beispiel der Hummer. Das ist alles nach den Zeichnungen aus dem Buch. Also, ich könnte da... Wollen wir ja nicht. Das führt zu weit. Wir haben hier ein gesamtes Poppentheater aufgebaut. Und hier sind noch ein paar Szenenbilder davon. Hier ist die Hinrichtung, der Kopf, der fiel tatsächlich. Ja. Na? Und hier, der reißt dann aus, wird vom Hund gegriffen und sowas alles. Ja, das war es also Zwickau. Ich habe jetzt noch ein Stichwort hier auf meinem schlauen Zettel stehen, Vater und Sohn. Da hätte ich gern mal noch etwas zur Entstehung gehört. Also die Sache war die, dass 1903 ist E.O. Plauen geboren, Erich Oser. Und zu seinem 100. Geburtstag haben wir genau am Tag des Geburtstages die Inszenierung rausgebracht. Ja. Das ist praktisch, die wäre nie entstanden, wenn der nicht Geburtstag gehabt hätte. Ah, okay. Da gibt es auch ein Video. Da würde ich sagen, schauen wir jetzt mal hinein. Ja. Ach, bleib du noch ein bisschen bei mir sitzen. Na gut. Gut, setz dich auf mein Bett. Aber nur 2 Minuten. Mhm. Wenn du, du eingeschlafen bist, dann geh ich wieder. Ja, unabhängig davon, man könnte ja vom 100. ins 1000. kommen. Ja. Wir zeigen mal einfach noch ein paar Fotos aus Inszenierungen, die wir gemacht haben in Zwickau. Prinzessin auf der Erbse unter anderem. Es gibt auch ein Foto von der Öffentlichkeitsarbeit. Ich habe immer dafür gesorgt, dass wir auch in der Öffentlichkeit also relevant sind. Man sieht mich dort auf dem Hauptmarkt sitzen mit meiner berühmten Schürze natürlich. Da modelliere ich oder schnitze ich, weiß ich jetzt gar nicht. Aber ohne Öffentlichkeitsarbeit geht es halt nicht. Ohne Öffentlichkeitsarbeit geht es überhaupt nicht. Man sieht oft in den Bühnenbildern, die ich gemacht habe, dass die Malerei bei mir durchkommt. Man sieht das hier oder dann bei dem Faust. Da haben wir auch ein Video. Mhm. Theologie, Juristerei, Theologie, Medizin und nochmals Theologie. Jede von ihnen ist eine Disziplin. Das heißt, jeder hat ihre Grenzen. Immer gilt bis hierher und nicht weiter. Dann habe ich natürlich auch eine Inszenierung, wie der Schmetterling glücklich wurde. Da habe ich gemalt und gespielt. Da kommt das dann wieder alles zusammen. Da haben wir ein paar Fotos. Eine Inszenierung, die mir sehr am Herzen lag, war Peter und der Wolf. Mhm. Die habe ich 261 Mal gespielt. 200? Ja, da gibt es also auch ein Video. Wunderschönen, sonnigen Morgen.
Das hat den Leuten viel Spaß gemacht und mir allerdings auch, muss ich, oder mir auch, ja. Aber 261 Mal, das ist ja eigentlich schon fast rekordverdächtig, oder? Ja, wenn man sieht, wie oft manche Inszenierungen an einem Theater so... Ja. Na gut, man kann es nicht vergleichen. Man fährt da auch über Land, wir sind da überall rumgefahren und man hat es sehr oft gespielt. Ich hätte es vielleicht noch länger gespielt, aber ich hatte dann ein paar gesundheitliche Probleme. Wir sind jetzt im Jahre 2015. Sie sind nun seit, ich glaube, fünf Jahren. Aber trotzdem, man merkt es natürlich, Ihr Herz schlägt nach wie vor für das Puppentheater. Wie sehen Sie heute das Puppentheater, wenn Sie mal auf die Vergangenheit zurückblicken und das Puppentheater heute sehen? Nicht nur unbedingt das Zwickauer, allgemein, generell. Das Puppentheater an sich. Also zunächst erstmal ist es nicht tot zu kriegen. Das ist der erste Punkt. Ja. Und ich merke, in dieser Zeit, wo die Leute überfrachtet sind mit Informationen, die Kinder haben Videospiele und was der Teufel, was nicht alles. Wenn sie dann aber da sitzen und da ist eine ganz einfache Puppe oder ein Mensch dazu, und dann ist die Faszination nach wie vor da. Ja. Das ist also ohne Zweifel. Das sollte man auch nicht kaputt machen und nicht kaputt reden. Eine Problematik ist, dass vieles ideologisiert wird. Also es gibt dann verschiedene Meinungen. Der eine meint, das ist richtig, der andere meint, das ist richtig. Die Kunst ist frei und jeder sollte machen, was er für richtig hält. Ja. Wenn er meint, dass es dem Publikum dient, dass er damit was vermitteln kann. Ob er nun Handpuppe spielt oder Marionette, die leider sehr in den Hintergrund geraten ist. Oder Schattenspiel oder ob er halbnackt auf die Bühne rennt. Es ist egal. Ja. Aber keiner soll zu dem anderen sagen, das ist nicht richtig. Wichtig ist, dass man die Sache, die man machen will, den entsprechenden Zugang findet und das dann überzeugend rüberbringt. Ja. Und wenn man einen Dichter hat, soll man auch ein bisschen Demut vor dem Dichter haben. Ja. Der hat sich was gedacht. Klar. Da soll man nicht irgendwie was anderes draus machen. Der alte Goethe hat gesagt, sie peitschen den Quark, ob nicht etwa Creme daraus würde. Und das sollte man sich ein bisschen merken. Ja. Ansonsten denke ich schon, das Theater wird erhalten bleiben, wenn alles, das Puppentheater ist so eine wichtige Angelegenheit. Und es gibt ganz viele Menschen, die nie ins Theater gehen, aber sie waren bestimmt mal im Puppentheater mit ihrem Kind. Ja. Mhm. Das muss man sagen. Also, und ich kann nur wünschen und hoffen, dass das so bleibt und so weitergeht. Muss man da auch in einem gewissen Maße selbst Kind geblieben sein? Auf jeden Fall. Ja. Also, Sie sehen ja an meinem komischen Leben, dass ich ein Kind geblieben bin. Aber das ist ja klar. Aber ein erfülltes Leben, und das ist dann wahrscheinlich das, worauf es ankommt am Ende. Richtig, jawohl, das ist richtig. Nochmal ganz großes Lob auch an die Frau Schulze, wie er das vorhin schon gesagt hat, die das Ganze immer ertragen hat. Ja, das ist auch nicht selbstverständlich. Und die Kinder, die auch... Auch noch mit uns. Na, die Kinder haben manchmal gesagt, du mit deinem scheiß Theater. Gab es Zeiten, wo ihren Kindern der Vater peinlich war? Das so Jugendzeit oder so? Das weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Vielleicht mal in der Straßenbahn oder was? Ich weiß nicht. Nee, weiß ich nicht. Das müssen die selbst wissen. Ah, ja. Was mich sehr freut, die Tochter hat auch immer gesagt, du mit deinem Theater hast auch keine Zeit. Und jetzt hat sie eine Pension und jetzt hat sie auch keine Zeit. Und die Kinder sagen, die blöden Gäste, ne? Ach nee. So ist das. Also war es nicht das Theater, sondern es war wirklich die Begeisterung für die Arbeit. Das ist, wer einen Beruf hat, den er also richtig betreibt, da gibt es immer diese Diskrepanz mit den Kindern. Das ist, aber im Endeffekt sind sie ihren Weg gegangen und wir können beide Kinder machen ihr Ding und haben Enkelkinder haben wir inzwischen und das ist doch ganz schön. Aber daran sieht man, Qualität beginnt mit Qual. Ja? Ja? Aber jetzt sind Sie ja nun, ich nenne es mal im Unruhestand. Ja, ich habe ja gesehen, so wie wir die Sendung vorbereitet haben. Da waren mal hier, da waren mal da, er reist durch ganz Deutschland. Und da würde ich sagen, diese Zeit, die Zeit Ihrer Pensionierung, sollten wir uns vielleicht auch noch mal etwas anschauen. Damit sind wir auch schon bei den letzten 5 Jahren bis hin zu Ihrem 70. angekommen. Ja. Ich glaube, im DDR-Fernsehen gab es mal eine Sendereihe, die hieß Rentner haben niemals Zeit. Ja, ich glaube, mit Köfer mit oder Köfer, so? Köfer war das. Trifft das auf Sie zu? Ich glaube, ja. Ja, na, niemals Zeit stimmt nicht so ganz. Man macht dann nicht mehr so einen Stress wie früher. Ja. Aber man hat zu tun und das ist auch ganz gut so. Ja. Soll ich jeden Tag nur Bier trinken oder was?
Das ja, auch ja. Bier trinken ist auch wichtig. Aber. Ja. Okay. Aber das Zeichnen, das ja, lässt sich auch heute nicht das los. Das Zeichnen bleibt. Das ist ja nur nicht so, dass ich jetzt für den Louvre arbeite oder was für mich. Das mache ich. Ich habe zum Beispiel so ein schwarzes Buch. Mhm. Und wenn ich mir nachmittags anschaue, irgendwie, was weiß ich, wenn da jemand gefragt wird nach irgendwas bei einer Talkshow oder MDR um 16:30, das ist der Herr Maximilian Schell. Und das sind dann oft so Dinge, wo ich, das ist der Blackie Fuchsberger. Ja, ja. Ich weiß nicht, was das und da, ist. Ja, das da ist Mario Adorf. Das sind oft Zeichnungen, die ganz, Gisela May, das ist mir Ulrich Kienzler, die ganz schnelle Zeichnungen sind. Das ist einfach so Übung der leichten Hand, damit ich das nicht so ganz verlerne. Und das macht mir Freude. Das machen Sie während Sie das Fernsehen? Das mache ich während des Fernsehens meistens, der Herr Plate. Also ich habe eine ganze Menge Leute da schon. Sie treffen die Leute exakt. Es ist ja nur immer kurzflüchtig, aber es übt. Hier habe ich mal den Vorstand unseres Fördervereins, in dem wir damals war, der alte Vorstand, die Leute alle gezeichnet. Das ist also, es ist unspektakulär, es ist einfach eine Zeichnung, es ist weder auf Kunst gemacht, noch ist irgendwie mit großes Blatt, aber es interessiert mich. Ja. Und man merkt, der alte Tetzner guckt durch, immer wieder auf die Psyche, das ist hier mein Cousin. Der ist Schauspieler gewesen, Günter Junghans ist leider voriges Jahr verstorben. Das ist der Bernd Häusler, der ist Puppenspieler bei uns am Hause, also im Puppentheater. Das ist jetzt was ganz Interessantes, und zwar, das ist der Herr Erich Ponto aus der Feuerzangenbowle. Es war ja so, dass es einen Wirtschaftsball gab, in dem über Herrn Gerd Fröbe gesprochen wurde. Und da habe ich sozusagen eine Dreiviertelstunde über Herrn Fröbe wie eine Bühnenshow gemacht, und das Bild habe ich gemalt und auf die Staffelei gestellt und praktisch die Aufnahmeprüfung des Herrn Fröbe zu ihm hin gespielt. Wow. So. Ja, das ist also nicht weggeblieben. Man hat immer was mit Pinsel und Farbe zu tun. Und jetzt unabhängig davon. Nächste Buch. Ja, ich bin ja im Förderverein, also das ist also das Förderstudio Literatur und Förderstudio Malerei in Zwickau. Mhm. Da war ich auch immer, bis ich Direktor wurde. Mhm. Da hatte ich dann keine Zeit mehr. Deshalb bleiben immer nur so ein paar Zeichnungen. Das ist immer so. Und da schreibe ich ja immer mal ein paar Gedichte, und die sind hier veröffentlicht von Frau Dr. Monika Hähnel. Das sind etliche Leute aus unserem Förderverein. Eins kann ich ja mal vorlesen oder zwei. Ich weiß nicht, ob noch so viel Zeit ist. Wenn nicht, streichen Sie es raus. Wir haben schon komplett überzogen. Von daher, jetzt ist auch alles egal. Also das heißt einfach Irrtum. Manche fühlen sich hinterm Steuer wie Giganten. Doch der Wahn verfliegt oft am Hydranten. Oder dies, genial. Oder dieses hier, die Freiheit. Die Freiheit ist ein teures Gut, doch ohne Mühen vergebens. Darin muss jeder selbst bedenken die Winkelzüge des Lebens. Gar mancher denkt, schön wäre sie nur mit einem bisschen Diktatur. Ah, das war jetzt eine Wendung, auf die hatte ich jetzt gerade nicht spekuliert. Ja, das ist hochinteressant. So, also da gibt es eine ganze Menge. Kennen Sie? Vielleicht Mischsaaten. Mal Mischsaaten, Prosa und Lyrik von Monika Hähnel. Ja, wir können das, um das langsam abzuschließen. Ja, ohne dass Sie gespielt haben, möchte ich Sie aber nicht entlassen. Aber ich zeige noch, das mache ich schon noch, keine Angst. Wir haben hier noch ein paar Minuten. Ja. Ich habe hier kommt ein großes Brett hier. Moment, so rum. Das ist ja vielleicht schon ein bisschen. Das kenne ich doch. Das ist praktisch in der Pestalozzi-Schule das Wandbild, was ich im vorigen Jahr gemalt habe. Ich finde das genial. Vor allem die Zusammenstellung. Ja, ganz Zwickau gedrängt auf ein Bild. Also Motive, die sonst nie so beieinander stehen. Genau. Das ist schon mal eine Kunst, das irgendwie auf ein Bild zu kriegen. Wie lange haben Sie hin und her überlegt? Also ich habe ungefähr 2 Jahre Vorarbeit gemacht. Also ich habe ganz viel verschiedene und wieder verworfene Entwürfe gehabt.
Und ich wusste, ach, ich könnte jetzt den ganzen Roman erzählen. Das ist so Unsinn. Da müsste man extra mal, wer Lust hat, dann könnte man mal eine Führung machen oder was. Wir waren auch ab und zu mit der Kamera dabei. Da gab es auch ein paar schöne Aufnahmen. Und ich fand das auch lustig. In Ihrem Facebook-Profil habe ich ein Bild gesehen. Also da merkt man, welchen Witz dieser Mann hat. Eine Leiter, noch eine Leiter, in der Mitte ein Brett, also da hatten sie eine Bank gebaut und er schreibt da so völlig salopp dazu, ich bin auf der Rentnerbank. Ja, und was sieht man, er arbeitet. Also es war schon eine große Arbeit, das sind 9 Meter. Ja. Und es musste auch hier unten alles, also ich will das jetzt nicht alles erzählen. Schauen Sie es an, wer Zeit hat, kann ruhig mal vormittags in die Schule gehen, schauen Sie es an. Das ist natürlich der Entwurf, die Ausführung ist viel besser, das ist ja logisch. Farben haben sich noch ein bisschen geändert und es ist eine sehr genaue Arbeit, passend zu der Bauhausschule. Ja. Also da habe ich ein halbes Jahr dran gearbeitet. Wie viel war es? Ich dachte 111 Tage. Ja, 111 oder? Tage. War also, jetzt reine Pinseltätigkeit. Der Rentner war von der Straße. es ist einfach verblüffend. So. Also dann würde ich sagen, das war wirklich mehr als kurz. Eigentlich könnte ich ein paar Stunden reden, das muss ja nicht sein. Und wenn Sie noch, weil Sie so Andeutungen machen. Ich würde gern noch was sehen wollen. Ja, na gut, also. Dann würde ich sagen, können Sie sich schon mal in Ihre Spielecke da drüben begeben und können sich vorbereiten. Und da kann ich mich dann zumindest schon mal von den Zuschauern verabschieden. Und dann können Sie sozusagen Heinrich Schulze noch mal komplett genießen. Na, dann versuchen wir es. Okay. Gut. Sie können sich vorbereiten. Okay. Und ich möchte mich bei Ihnen schon mal für diese Aufmerksamkeit bedanken. Es war wirklich eine tolle Zeit. Und jetzt ist er drüben so langsam, aber sicher fertig. Sie sehen jetzt Heinrich Schulze. Tja, meine sehr geehrten Damen und Herren, jetzt haben Sie ein bisschen was von mir erfahren. Ich hatte Ihnen erzählt, dass meine Mutter hier auf dem Postamt als Fräulein vom Amt die Verbindungen für das Telefon noch hergestellt hat. Inzwischen hat sich das ja total geändert. Die Kommunikation ist unvergleichlich im Gegensatz zur damaligen Zeit. Aber wir haben auch die totale Ökonomisierung und daraus ergeben sich neue Dinge. Und zum Abschluss, als Verabschiedung, möchte ich Ihnen noch einen kleinen Sketch vorspielen, der das Thema Kommunikation betrifft. Und da werde ich jetzt mal mich verwandeln. Und zwar, was ich werde, werden Sie gleich sehen. Also. So, ich denke, das wird so gehen. Also, da möchte ich mich erst mal vorstellen. Ich bin die Frau Lehmann aus Planitz. Und meine Enkelkinder, die sind nur so weit, dass ich mit denen mal ins Puppentheater gehen kann. Und da rufe ich jetzt mal im Puppentheater an. 27411 4656. Bip! Hier ist das Puppentheater Annaberg, Chemnitz, Plauen-Zwickau. Wir sind ein börsennotiertes Unternehmen der Roland-May-Gruppe. Wir freuen uns, dass Sie sich für unser Produkt interessieren. Wenn Sie eine Vorstellung besuchen möchten, drücken Sie bitte die 1. Wenn Sie Informationen benötigen, drücken Sie bitte die 2. Ja, hier ist die Frau Lehmann aus Planitz von der Goldfingerstraße. Ich wollte jetzt, meine Enkelkinder, die sind jetzt so weit, dass ich mit denen mal ins Puppentheater gehen kann. Und da wollte ich gerne mal fragen, wenn Sie eine Vorstellung besuchen möchten, drücken Sie bitte die 1. Wenn Sie Informationen benötigen, drücken Sie bitte die 2. Da drücke ich jetzt mal, wie war das? Dann Vorstellung, da drücke ich mal die 1. Bip! Sie möchten eine Vorstellung unseres Puppentheaters besuchen. Wenn Sie die Vorstellung in Annaberg besuchen möchten, drücken Sie bitte die 1, in Chemnitz die 2, in Plauen die 3 und in Zwickau die 4. Ja, was soll ich denn in Annaberg? Ich wohne doch in Planitz. Ich hab doch gar kein Auto und ein Bus fährt da auch nicht immerhin. Wie soll ich das denn? Wie war denn das gleich?
Sie möchten eine Vorstellung unseres Puppentheaters besuchen. Wenn Sie die Vorstellung in Annaberg besuchen möchten, drücken Sie bitte die 1, in Chemnitz die 2, in Plauen die 3 und in Zwickau die 4. Da muss ich ja jetzt, also wie war das gleich jetzt noch einmal? Da drücke ich mal die 4. Bip! Sie möchten eine Vorstellung in Zwickau besuchen. Wie viele Zuschauer sind Sie? Bei einem Zuschauer drücken Sie die 1, bei 2 Zuschauern die 2, bei 3 Zuschauern die 3. Wenn Sie, worüber wir uns sehr freuen würden, mit noch mehr Zuschauern kommen, drücken Sie bitte die 11. Ja, wo soll ich denn die vielen Leute hernehmen? Ich hab doch bloß die 2 Enkelkinder. Da muss ich höchstens mal im Kindergarten mal nachfragen. Das ist ja, wie mache ich denn das da? Sie möchten eine Vorstellung in Zwickau besuchen. Wie viele Zuschauer sind Sie? Bei einem Zuschauer drücken Sie die 1, bei 2 Zuschauern die 2, bei 3 Zuschauern die 3. Wenn Sie, worüber wir uns sehr freuen würden, mit noch mehr Zuschauern kommen möchten, drücken Sie bitte die 11. Also nur Moment mal, da muss ich jetzt mal, naja, mit den 2 Enkelkindern und ich, das sind wir eigentlich 3. Bip! Sie möchten mit 3 Zuschauern eine Vorstellung in Zwickau besuchen. Wie alt ist der kindliche Zuschauer? Bei 3 bis 4 Jahren drücken Sie die 1, bei 5 bis 6 Jahren drücken Sie die 2, bei 7 bis 8 Jahren drücken Sie die 3. Nur der Kleine, der ist 4 Jahre alt und die Große, die ist 6, die wird nur bald 7. Wie soll ich das denn da zusammenkriechen? Ich weiß überhaupt gar nicht, wie ich das machen möchte. Sie möchten mit 3 Zuschauern eine Vorstellung unseres Puppentheaters besuchen. Wie alt ist der kindliche Zuschauer? Von 3 bis 4 Jahren drücken Sie die 1, von 5 bis 6 Jahren die 2, von 7 bis 8 Jahren die 3. Na was, da muss ich ja jetzt dazwischendurch. Ach da! Da drück ich einfach mal. Ich bin zwar nur noch älter und der ist 4. Ich drück trotzdem mal die 2. Bip! Sie möchten eine Vorstellung in der Gruppe 2 besuchen. Ich nenne Ihnen jetzt die Titel und Sie sagen mir Ihre Wunschvorstellung an. Max und Moritz, Frau Holle, Puppenschulzes Holzspektakel, der verwunschene Fußball. Spuk unterm Rathausdach. Ach du lieber Gott, wie soll ich mir denn das alles merken? Gleich so viel auf einmal. Wie ging denn das gleich? Frau Holle auf dem Rathausdach und mit dem... Diese Vorstellung haben wir nicht im Repertoire. Repertoire, was ist denn das denn wieder? Ich will kein Repertoire. Ich will mit meinen Enkeln mal ins Puppentheater gehen. Also wie war das jetzt gleich? Das war Puppenschulzes Holzball auf dem Dach. Ich habe Sie nicht verstanden. Bitte sprechen Sie deutlich. Ja, wie was? Was soll ich denn jetzt noch? Das ist ja unmöglich. Frau Holle, mit dem Rumpelstilzchen und mit dem Fußball. Ich habe Sie nicht verstanden. Bitte sprechen Sie deutlich. Hier ist die Frau Lehmann aus Planitz. Ich will mit meinen Enkelkindern einfach mal ins Puppentheater gehen. Das ist ja hier ganz furchtbar. Ich weiß überhaupt gar nicht mehr, was ich machen soll. Das ist jetzt mein letztes Wort. Ich gehe jetzt in die Mulde und ersäufe mich. Ja, so ist er. Und vor allem, liebe Kinder, seid sicher, der Frau Lehmann ist nichts passiert. Heinrich Schulze hat sich so von Ihnen verabschiedet, wie man es von einem Puppenspieler, einem Schauspieler erwartet, nämlich mit einer Rolle. In diesem Fall die Rolle der Frau Lehmann. Und das war unsere Spezialsendung zu einem sehr, sehr tollen Leben. 70 Jahre Puppenschulze. Wir gratulieren nochmal ganz dolle. Da können wir jetzt auch schön, gemütlich nach Hause gehen. Ja, da werden wir mal langsam aufstehen.